Es begann mit der Apex Corporation in den 70er Jahren und der Entstehung des Silicon Rivers in Nordkorea. Selbst zu dieser Zeit waren sie uns technisch weit überlegen. Wir kauften alles, was sie uns anboten: Telefone, Tablets, einfach alles. Und als sie begannen, Waffen herzustellen, konnten wir nicht widerstehen. Unsere Kriege im Mittleren Osten wurden immer schlimmer. Ein Krieg führte direkt zum nächsten. Sogar nach dem schrecklichen Tag in Riad kämpften wir weiter, während unser Land zerfiel. Dennoch kauften wir Apex, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Der Dollarkurs sank, unsere Schulden an Nordkorea explodierten. Die Arbeitslosigkeit stieg und die Nation ging in die Knie. Die scheiternde Regierung beglich die Schulden nicht, woraufhin Nordkorea seine Entscheidung traf. Jedes einzelne Stück Technologie, das sie uns verkauften, hatte eine Hintertür. Sie legten unser Militär mit einem einzigen Knopfdruck lahm. Die ersten KVA-Truppen auf amerikanischem Boden sollten mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber nach den ersten Hilfspaketen gab es nur noch Brutalität. Sie nahmen uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit. Amerika wird von der KVA kontrolliert. Aber es wird sich wieder erheben. Du bist die Revolution. Willkommen bei KSC, ich bin Suwin Kang. Unsere Hauptnachricht. Heute haben wir Vorbereitung für die lang ersehnte Patriots Day Parade begonnen. An diesem Tag feiern wir die Bemühungen der Liaison-Offiziere. Sie arbeiten unermüdlich daran, die Lücke zwischen der Übergangsregierung und den normalen Bürgern zu schließen. Bürgermeister Simpson hat geschworen, die Antiterroranstrengungen zu verdoppeln. Zusätzliche Friedenswächter wurden abgestellt, um die Sicherheit der Bürger während der Parade zu gewährleisten und gegen sämtliche kriminelle Handlungen im Vorfeld vorgehen zu können. Dazu Simpson gerade vor den Kameras. Wir alle kennen die tägliche Bedrohung hier in Philadelphia nur zu gut. Die Bomben, die Schüssereien, alles von Benjamin Walkers nationalem Terrornetzwerk inszeniert. Keine Sorge, wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Die Friedenswächter halten unsere Straßen sauber und sicher für alle Bürger. Dank der verbesserten Bedrohungserkennungssysteme. Halte das Ding aus, Brady. Terroristen schneller erkannt und neutralisiert. Dieser verdammte Wichser, wir sind Terroristen? Nach allem, was er getan hat? Der wäre nicht so dreist, wenn er wüsste, dass Walker schon hier ist in Philly. Ja, Walker wird ja ordentlich für Chaos sorgen. Wann kommt er an? 5 Minuten. Wäre besser, wenn diese neuen Drohnen ihn nicht scannen. Sind wir soweit? Glaube schon. Hoffe es verdammt nochmal. Ist schon was, Brady?
Wie lange bist du jetzt dabei? 3 Tage? Bald wirst du Walker persönlich treffen. Er ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Er hat uns alle inspiriert. Brady, gibst du mir mal das Gas? Danke. Nehm an, Walker war schon in Washington eine Legende, hm? Ich habe ein bisschen was davon gehört, tut mir leid. Ich bin froh, dass du jetzt bei uns bist. Hey Leute, hier stimmt was nicht. Die Straße ist leer. Was? Scheiße, sind wir das? Verdammt, Walker wird jede Minute hier sein. Es ist eine Razzia! Aus! Aus hier! Wir sagen ihm nichts, Brady. Ist klar? Hallo. Danke euch für das geduldige Warten. Wir können nun beginnen. So. Du erzählst mir jetzt, wo bitte finde ich Benjamin Walker? Du verschwendest deine Zeit hier. Ich habe nur gehört, Walker wäre unten in Memphis. Ihr wisst, ich habe Superkräfte. Fick deine Kräfte, du erbärmlicher Verräter. Oh. Da will jemand wohl eine Demonstration? Ich zeig dir detailliert, wie stark ich wirklich bin. Ich halte meine Hand etwa so. Zielpunkt? Mary. Und? Tu es einfach, du Arschloch! Nein! 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 Das ist doch mal was. So, wie sieht's nun aus? Hast du jetzt Lust zu reden? Ich habe genug von deinem Scheiß. Red endlich. Dir mache ich's nicht so leicht. Es ist Walker. Warte. Fick dich! Ich bin Walker. Verschwinden hier. Scheiße. Ich kenne einen Ort für uns. Helf mir hoch. So ein verdammtes Chaos. Das ist der Ort. Für den Moment sollten wir hier sicher sein. Aber die Norks werden den ganzen Distrikt auf den Kopf stellen, um uns zu finden. Wir müssen eine andere Widerstandszelle kontaktieren. Scheiße, ich habe mir einen schlechten Moment ausgesucht, um angeschossen zu werden. Erinnerst du dich daran? Dieses Handy ist unser Ticket zum nächsten Unterschlupf. Solltest du einen Netzwerksendeempfänger finden und ihn hacken können, er wird uns mit dem geheimen Widerstandssignal verbinden und den Weg zum nächsten Unterschlupf zeigen. Hier, nimm es!
Wir arbeiten hier blind. Du musst ein Widerstandslager finden. Dort solltest du Informationen über den Distrikt sowie die Standorte der Sendeempfänger finden. Aber du musst dich beeilen, Brady. Wir haben nicht viel Zeit. Du bist unsere einzige Chance. Achtung, in dieser Zone ist ein Sicherheitseinsatz im Gange. Einfach ein weiterer Tag im Paradies. Keiner drin zu sein. Was meinst du? Mein Wirt?
Okay, das habe ich bis jetzt. Zwei oder drei Typen von den Dogs haben über jemanden gesprochen, der in dieser Gegend eine sich erheben. Ihr könnt es nicht auf... Ah! Lasst mich in Ruhe! Lasst mich verdammt nochmal! Das wurde ist ein Sicherheitsverfahren. Klar. Hast du dein Bein gesehen? Verdammt. Thank you.
da nur irgendwas drauf.
Hab ihn gesehen. Wo gehst du hin, ha? Verfluchter Spion, verfluchter Verräter! Will uns für eine Handvoll Reis an die Norks verkaufen. Zeigen wir ihm, was er davon hat. Ich gehe zuerst. Ganz ruhig, Bakes. Dana wollte, dass wir ihr gleich Bescheid geben, wenn wir jemanden gefangen nehmen. Du willst sie doch nicht wütend machen. Ich hoffe bloß, dass sie mir auch was übrig lässt. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Ich glaube nicht, dass ich dich wiedersehen werde. Oh. Heavy Arsch, hm? Wenn Dana mit ihm fertig ist, wird das Ganze ein bisschen leichter. Ja. Yeah. Hallo da unten. Ich bin Dana. Und du bist Mr. Spion. Du und ich, wir spielen zusammen. Du sagst mir, was die Norks über uns wissen. Und ich werde dir wehtun, während du redest. Leider wird mir das Spiel mehr Spaß machen als dir, mein Freund. Die Frage ist, wird es schnell gehen? Oder dauert es im richtig, richtig lang. Du darfst so laut schreien, wie du willst, okay? Du sollst nicht schweigend leiden. Okay. Nippel zuerst. Hey, Dana. Hab gehört, wir haben Besuch. Wer ist der? Oh, nur noch ein Spion. Wollte ihn gerade befragen. Ist er denn auch ein Spion? Das haben Baker und Skozari gesagt. Die zwei? Dana, die sind dumm wie Brot. Hat er was bei sich? Wie sieht's aus, Kumpel? Hast du was dabei? Was ist das? Ethan Brady? Ich wusste es. Walker sagte, er würde diesen Typen herbringen. Wieso wusste ich nichts davon? Ja, leider bist du ja nie da, wenn man dich braucht. Oh. Du kamst erst neulich zu Harveys Team, richtig? Sorry, was passiert ist, aber du hast überlebt. Wir könnten dich gebrauchen. Ich bin übrigens Jack Parrish. Das ist Doc Sam Burnett und, Dana Moore kennst du ja. Sei ihr nicht böse. Glück gehabt, Bürschchen. Alles klar, Kleiner. Sieht aus wie ein Kopftraum. Gehirnerschütterung. Ich habe hier Pillen für dich. Hey, Doc, er braucht keine Drogen. Er muss sich konzentrieren. Kopfverletzungen sind unberechenbar. Du fühlst dich verwirrt, Kleiner? Abwesend? Es geht ihm gut, Doc. Er kann klar denken, oder, Brady? Er hat wohl viel durchgemacht. Da braucht er nicht noch mehr Probleme. Machst du ihm einen neuen Ausweis und lässt ihn gehen? Das ist nicht so einfach, Doc. Du hast es gesehen, die Nord suchen ihn. Außerdem brauchen wir Leute, die bereit sind, Risikos einzugehen. Und er hat schon zu viel gesehen? Ja. Also was sagst du, Brady? Du bleibst wohl bei uns, ha? Es wird nicht glanzvoll. Und wahrscheinlich wirst du sterben. Wow, solche Reden. Und wir haben den Krieg trotzdem noch nicht gewonnen. Ja, darum brauchen wir Walker. Worte sind nicht meine Spezialität. Also irgendwelche Einwände gegen Brady? Ja, ich... Nein? Gut. Gut. Wenn keiner auf mich hören will, gehe ich zurück an die Arbeit. Viel Glück, Kleiner. Bis bald, Doc. In Ordnung. Sobald wir wissen, wo sie Walker festhalten, überlegen wir uns, wie wir ihn da rausholen. Alles hängt von ihm ab. Aber eins nach dem anderen. Zuerst trainieren wir dich und zeigen dir, wie die Dinge ich hier so laufen. Ich muss mich um den Senderempfänger kümmern. Bis dann. Komm mit. Naja, es ist gut, dass du genau jetzt gekommen bist, Brady. Walker muss etwas in dir gesehen haben. Naja, er dir vertraut. Mein Instinkt sagt mir, dass du in Ordnung bist. Komm schon, Brady. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Leute, die beim Aufstand mitwirken wollen. Und um genau das dreht es sich jetzt. Wir müssen die Leute anheizen, dann werden wir bald alles überrollen. Wenn wir die ganze Stadt auf unserer Seite haben, haben die Norks keine Chance mehr. Walker ist der Funke. Die Leute werden ihm folgen. Wir müssen ihn zurückholen.
Ja, wir sind jetzt schon einige Monate hier unten. Das ist alles Teil der Broad Street U-Bahn-Erweiterung, die vor ein paar Jahren stillgelegt wurde, weil die Stadt kein Geld mehr hatte. Sie taucht auf keiner Vorkriegskarte auf, also wissen die Norks nichts davon. Da hast du's, Brady. Das ist der Stiefel, der in den Arsch der KVA treten wird. Komm schon her. Eins nach dem anderen. Wir besorgen dir mal etwas amerikanischen Stahl. Das ist Sidney Cook. Er ist fürs Waffenlager zuständig. Wenn das alles vorbei ist, dann mache ich eine Bar auf. Wer ist das? Das ist Ethan Brady. Er hat Walker geholfen. Walker wurde verhaftet. Ja, aber das war nicht Bradys Schuld. Mach dir keine Sorgen um Cookie. Er ist grundsätzlich schlecht gelaunt. Doch er ist ein Genie in Sachen Waffenimprovisation. Also bleibt er vorerst mal bei uns. Nicht wahr, Cookie? Du hast immer was Neues am Köcheln, ne? Irgendwann wirst du diesen Witz erzählen und ich werde dich erschießen. Dann werden wir ja sehen, wer zuletzt ganz ruhig, okay? Brady braucht eine Waffe. Was kannst du ihm geben? Du kannst... Das haben. Und wenn du ein bisschen Talent hast, können wir über ein Upgrade reden. Du denkst bestimmt, eine Pistole allein richtet nicht viel aus. Mit Cookies Spezialumwandlungskits hast du plötzlich eine MP. Na los, Brady, schnapp dir ein Werkzeug! Sei nicht schüchtern, Brady. Nimm ein Werkzeug. Hier, bitte. Versuch jetzt, deine Pistole umzuwandeln. Immer der Charmeur. Bis dann mal, Sid. Parrish, wir warten immer noch auf die Infos von diesem Sendeempfänger. Ich weiß, mach dir keine Sorgen. Nur macht das schon. Sagt Hi zu Brady hier, er ist der neue Rekrut. Der Widerstand besteht aus mehr als nur den... Es sind die Menschen, die ihr Bestes geben. Nimm dir ein Beispiel an Doc Burnett. Angst ist die größte Todesursache. Komm schon, hier drüben, Brady. Komm hier rüber, Brady. Komm mal her, Brady. Komm schon, hier drüben, Brady. Was geht? Das wird uns aber nicht den Sieg bringen. Wir müssen unsere Stärken durch die Erweiterung unserer Einsätze in der Roten Zone ausbauen. Wir werden weiterhin überfallen und ausrauben. Das schwächt die Norks und stärkt uns. Und irgendwann werden wir das Blatt wenden. Und in der Gelben Zone kämpfen wir um die Herzen der Menschen, die dort gefangen gehalten werden. Wir geben ihnen den Glauben, siegen zu können. Wenn Walker das Zeichen gibt, werden sie sich erheben und uns folgen. Wir bekommen aber nur einen Versuch. Wir müssen bereit sein. Okay, du sollst zur Roten Zone gehen. Dana wird dir dann zeigen, wie wir arbeiten. Dort draußen ist sie die Beste überhaupt. Versuch bitte nicht, sie zu verärgern. Zeig mir, dass ich dir vertrauen kann, okay? Heute hat mein Vater sein Stück vorbereitet rausgehen. Nimm lieber ein paar Molotows mit. Hey Lorna, gib dem Neuen ein paar. Am besten lernst du selbst welche zu machen. Nimm ein paar Zutaten und probier's aus. Okay, und jetzt füge alles zusammen. Versuch, einen zu machen. Probier's aus. Na also, gut gemacht. Okay, jetzt bist du startklar. Molotows eignen sich perfekt gegen Soldaten. An Drohnen oder Fahrzeugen richten sie allerdings gar nichts an. Also sei vorsichtig. Elmtree ist hier unten. Viel Glück da draußen.
Parrish hier. Ich schicke dir Brady vorbei. Er kann dir mit dem KVA-Sendeempfänger helfen. Du musst die Koordinaten jeder KVA-Operation in diesem Gebiet besorgen. Dana hier. Verstanden. Ihr werdet alles bekommen. Sobald wir den KVA-Sendeempfänger erreichen, werden wir die Daten runterladen. Scheiße, Dana. Wir haben Besuch. Die Patrouillen haben anscheinend über Nacht ihre Routen geändert. Ideen? Wir haben keine Wahl. Wir müssen sie angreifen. Schön, dich zu sehen. Hoffentlich haben wir heute mal Glück, was? Richtiges Essen, würde ich. Ich werde den Norks nie verzeihen, dass sie unsere Stadt zerstört haben. Wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte, würde sie sich wahrscheinlich über meine Frisur beschweren. Irgendwie fühle ich, dass meine Zeit bald abläuft. Wir haben Gesellschaft. Jeder tote Lord macht den Unterschied aus. Brady, hier drüben! Okay, Parrish möchte dich ausbilden. Und ich denke, ich bin dir von vorhin noch was schuldig. Also wirst du von den Besten lernen. Stell nur nichts Dummes an. Neuer Plan. Wir lauern dieser Patrouille auf. Brady, du gehst am besten mit G-Man mit. Mach einfach, was er sagt und versuch nicht zu sterben. Komm schon, Kumpel. Hier entlang. Ach ja. Versuch nicht zu sterben. Alpha, habt ihr was? Warte doch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elmtree Avenue direkt vor uns sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich! Hey, hier entlang. Durch das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern sich der Stelle. Jetzt oder nie. Brady, mach dich bereit. Noch nicht.
Warte. Jetzt. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los! Komm schon, Kumpel, hier entlang. Ach ja, versuch nicht zu sterben. Alpha, habt ihr was? Warte doch kurz. Okay, ja. Dana, in der Elmtree Avenue direkt vor uns sind Fässerfallen aufgebaut. Brady, wir müssen hier entlang. Komm schon, beeil dich! Hey, hier entlang. Das Fenster und dann Kopf runter. Sie sind ganz in der Nähe. Hoffentlich klappt das auch. Sie nähern. Brady, mach dich bereit. Noch nicht. Warte. Jetzt. Es hat geklappt. Schnappt euch den Rest. Okay, das Luftschiff ist unterwegs. Wir haben nicht viel Zeit, um den LKW zu plündern. Los, los, los! Seekers! Achtung! Noch eine Patrouille! Ein Luftschiff! Isaac hier. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Wo seid ihr denn? Isaac, wir sind auf ein Problem gestoßen. Es wäre besser, wenn wir uns aufteilen. Jeder versucht, einen Empfänger zu erreichen. Vielleicht kommt wer durch. Brady, ich habe einen Empfängerstandort auf dein Telefon geschickt. Wir versuchen es bei den anderen. Viel Glück. Was ist das?
Wir sind auf Probleme gestoßen. Wir mussten uns trennen. Einer von uns wird es schaffen. Keine Sorge. Okay, ich verlasse mich drauf. Nahegelegenen Stützpunkt und andere KVA-Operationen in der Zone. Sendeempfänger besorgen. Ich bin beeindruckt. Wir werden von diesen geheimen Informationen Gebrauch machen. Ich nehme an, Parrish hatte recht, was dich angeht. Ich werde einer möglichen Sichtung von Walker nachgehen. Du solltest dich mit unserer Operation vertraut machen. Unser wichtigstes Waffenlager befindet sich in diesem Bezirk. Ned Sharp hat dort das Sagen. Du solltest dort mal hingehen und dich vorstellen. Ich lade den Standort jetzt auf dein Handy hoch. Wir sehen uns, Brady. Billy Alpha, an alle verfügbaren Teams dazu. Wir haben Walker. Wir müssen ihn zurückholen. Darauf kannst du deinen Arsch wetten. Ich möchte, dass alle ihre Augen und Ohren offen halten. Jedes Wort, jedes Zeichen, jede noch so kleine Information, wohin sie ihn gebracht haben könnten, meldet ihr. Haben das alle verstanden? Laut und deutlich. Bin dabei. Alles klar. Andy, hier spricht Fairly Alpha. Wo seid ihr? Wir beschaffen in Ermfie Vorräte für Ned. Habt ihr was? Parrish will, dass alle verfügbaren Teams Walkers Spur aufrufen. Oberste Priorität. Verstehe. Sobald wir uns diesen Truck mit den Vorräten geklaut haben, machen wir uns auf den Rückweg. Adaptive Voice zwischen der Message. Truck Message Control. Zivilisten sind unter keinen Umständen in der Umgebung erlaubt. Sollten Sie die Zone unabhängig.
eindrucksvoll. Aber wir glauben zu wissen, wie wir hineinkommen können. Wir haben eine Schwachstelle bei den Lüftungsschächten gefunden. Bringe dort eine Bombe an. Kannst du einen Weg freispringen. Verstanden. Ein paar Leute haben vorgeschlagen, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Aber dafür muss man ziemlich verrückt sein. Wir haben endlich ein paar Pläne gesehen, laut denen mehrere Tunnel in einen dieser Orte führen sollen. Leider konnten wir das noch nicht bestätigen. Wir haben hier einen Scharfschützen! Okay, ich hab ihn gehört! Alle in Deckung! Wie auch immer du es versuchen wirst, es wird ein harter Kampf. Also bereite dich gut vor, okay? Viel Glück, Brady. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Zentrale innerhalb des Trockendocks von Elmtree auf. Wenn wir sie in unsere Gewalt bringen könnten, wäre das ein großartiger Weg, Vorräte in die Zone zu schmuggeln. Die KVA hat einen Horchposten in den Trümmern des Fenstock-Lagerhauses eingerichtet. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Norse unsere Gespräche abhören oder lokalisieren, wo wir unsere Munition aufbewahren. Geh dort hinein und schalte ihn aus. Sie sollen woanders weitersuchen, wenn sie nichts Eindeutiges finden. Wir müssen mehr Booten gut machen. Redpack, du bist nicht völlig schade.
viele davon, die wir kriegen können. Wir können es nicht riskieren, 6 Männer zu verlieren. Wir sind sowieso so wenige. Wir müssen mehr Boote. Alan meint, hier gäbe es keine Spur. Verdammt! Was zum Teufel ist mit Ihnen passiert? Oh, bist du Brady? Moore hat angerufen und gesagt, dass du vielleicht kommen würdest. Guter Zeitpunkt. Wir vermissen eine Patrouille und ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aber warte noch einen Augenblick. Versuch, Connor zu erreichen. Frag, ob er die Küste kontrolliert hat. Vielleicht haben sie sich verlaufen oder hängen wo fest. Wenn er Zeit hat, soll er sich ein Motorrad nehmen und nachsehen. Entschuldigung, Brady. Ich bin übrigens Ned Sharp. Ich kümmere mich um das Waffenlager hier. Aber wie ich schon sagte, ich habe eine Patrouille verloren. Sie sind einer Spur nachgegangen, die darauf hinwies, dass Walker verlegt werden würde. Sie sprachen von einem Konvoi. Dann brach die Übertragung ab. Jede Information über Walker ist wichtig. Wir müssen herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Es suchen schon einige nach ihnen, aber das Gebiet ist riesig. Du musst da raus und uns bei der Suche helfen. Ich versuche die ganze Zeit, sie zu erreichen. Vielleicht blockiert irgendwas ihr Funkgerät. Ned, ich gebe mein Bestes. Ich habe Andy gesagt, dass er zu übermütig wird. Wieso können manche Leute nicht vorsichtiger sein? Wir können das schaffen. Bist du dir das sicher? Hört sich wie eine Todesfalle an. Wir sind sogar bei Tunnel benutzen. Sind Sie sicher? Ich würde sagen, wir greifen sie einfach vor. Wissen, wo Walker gefangen ist. Haben uns im Visier. Wir brauchen Hilfe. Jemand da? Könnt ihr mich hören? Wenn sie Walker gesehen haben, dann müssen wir das wissen. Rat Pack, könnt ihr mich hören? Gesehen werden, sind wir im Arsch. Wir können das schon. Wenn sie Walker gesehen haben, dann müssen wir das wissen. Wir einfach frontal an und versetzen ihn. Alle bereit sind. Red Pack! Okay, bei euch! Hey Neuer, wenn du nach Andys Patrouille suchst, solltest du dich besser auf eine Menge Ärger gefasst machen. Ich habe hier ein paar Rohrbomben. Wir müssen. Mit ihnen kannst du sowohl Fahrzeuge als auch Soldaten wegpusten. So bekommst du eine Chance gegen diese verdammten APCs. Wir haben noch einen Arsch voll Arbeit. Ich erwarte nicht, diesen Krieg zu überleben. Aber zumindest sterbe ich für etwas Sinnvolles.
haben Sie sich nicht zurückgemeldet? Brady, das ist die Stelle. Schalte diese beschissenen, feigen Scharfschützen aus. Aber pass auf dich auf! Wir könnten noch ein paar Kaliber 762 Patronen gebrauchen. Verteilen können, desto größer ist unsere Chance, Andy und seine Männer zu finden. Ich markiere dein Suchgebiet auf deinem Handy. Solltest du irgendwas finden, muss ich davon erfahren. Viel Glück. Dass die KVA dieses Pharma-Gebäude als Waffenlager nutzt. Geh dorthin und sieh nach, was du finden kannst. Sie haben sie erwischt! Die verfluchten Norks haben sie erwischt! Nachricht zurückverfolgt und du bist am nächsten. Ich markiere die Übertragungsquelle auf deinem Handy. Geh dorthin und sieh nach, ob du helfen kannst. Ich schicke so bald wie möglich Unterstützung. Schießt auf sie!
Habe Walker gesehen. Wir versuchten. Sie gingen. Brady, hier spricht Ned. Danke für das, was du getan hast. Scheiße, ich hasse es, Leute zu verlieren. Der einzige Lichtblick ist diese Spur von Walker. Andys Leute haben gesehen, wohin sie ihn mitgenommen haben, und unsere Aufklärer haben vorhin gemeldet, dass noch welche am Leben sind. Die Norks haben sie gefangen genommen und in die gelbe Zone von Earlston gebracht. Wir müssen versuchen, sie zu befreien und herausfinden, wo sie Walker festhalten. Okay, ich mach mich jetzt auf den Weg nach Earlston. Können wir uns dort treffen? Du erscheinst mir als ein Mann, der Ergebnisse erzielt. Ich markiere den Tunnelstandort auf deiner Karte. Wir sehen uns dort. Brady, Perry spricht. Ned sagte mir, du hättest ihm wirklich geholfen. Bin froh, dir vertraut zu haben. Du sollst nach Earlston unterwegs sein, also muss ich dich warnen. Die Norks haben dich identifiziert. Dein Name ist überall in den Nachrichten. Pyongyang Polly erzählt allen, du seist ein Mörder. Du musst gut auf dich aufpassen, okay? Ned erklärt dir alles Weitere, wenn du ihn triffst.